7 interessante Fakten über Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach war das jüngste von 8 Kindern Johann Ambrosius Bachs und dessen Frau Elisabeth. Die Familie Bach war seit Anfang des 16. Jahrhunderts dank ihrer Musikalität anerkannt. Viele Vorfahren von Johann Sebastian waren Berufsmusiker. Die Vergänglichkeit des Lebens war eines der zentralen Themen im Leben des Komponisten. Mit 9 Jahren wurde Bach bereits zum Vollwaisen. Sein älterer Bruder Johann Christoph übernahm fortan seine weitere Erziehung und musikalische Ausbildung. Mit 35 Jahren verlor Bach seine erste Frau, Maria Barbara. Von seinen 20 Kindern verstarben 10 bei der Geburt oder in jungem Alter. Es ist wichtig, in diesem Zusammenhang zu erwähnen, dass Bach in der Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg lebte, als weite Teile Deutschlands große Bevölkerungsverluste zu verkraften hatten und es als Folge davon besonders viel Nachwuchs gab, man eine lange Zeit über absolut kriegsmüde war und schlicht froh war, überlebt zu haben. Im Laufe seines Lebens schuf Bach über 1000 musikalische Werke, darunter für den evangelischen Gottesdienst insgesamt über 300 Kantaten. 1717, Bach war als Musiker und Komponist schon berühmt, kam der französische Orgelvirtuose Louis Marchand, der auf einer mehrjährigen Reise durch die deutschen Lande war, nach Dresden. Er soll sich allerdings einem musikalischen Wettstreit mit Johann Sebastian Bach am Dresdner Hof durch Flucht entzogen haben. Ob sich das aber wirklich so abgespielt hat, darf bezweifelt werden. In seinen letzten Jahren litt Bach an einer ausgeprägten Sehschwäche. Der englische angebliche Augenarzt John Taylor, den viele Forscher heutzutage für einen Scharlatan halten, operierte den Komponisten 2-mal, aber leider erfolglos. Trotzdem hörte Bach nicht auf, Musik zu komponieren und diktierte diese seinem Schwiegersohn. Kurz nach der letzten Operation verstarb Bach. Er wurde in der Nähe der Leipziger Johanniskirche, in der er 27 Jahre tätig gewesen war, begraben. Schon bald geriet der Ort seines Grabes in Vergessenheit. Erst 150 Jahre nach seinem Tod wurden seine sterblichen Überreste zufällig bei Arbeiten zum Kirchenausbau entdeckt. Nach seinem Tod gerieten seine Musikstücke in Vergessenheit. Damals war es unüblich, Werke von Komponisten vergangener Zeitepochen erneut öffentlich aufzuführen. Das Publikum verlangte nach zeitgenössischer Musik. Nur Wolfgang Amadeus Mozart studierte einige seiner Werke. Und ab den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts setzte dann doch eine nachhaltige Bach-Renaissance ein.